Herzlich willkommen zurück zu Die Schrumpfmaschine Teil 2. Nein, Duke Nukem Forever. So. Gut, hier scheint irgend sowas zu sein. Also. Ah, hier. Doch nicht. Scheint nicht. Ah. Und wieder zurück drin. Sehr schön. So. Sieht das jetzt? Na also, hat auch funktioniert. Nächstes Mal ein bisschen lauter. Das geht zu weit. Was? Abendessen. Gibt's für dich heute in der Hölle. So, souverän gemacht. Achso, da war ich hier reingekommen. Jetzt muss ich durch die Leiche klettern. Das muss man sich mal vorstellen, man könnte nicht so durch Leichen durchgehen, dann wäre das jetzt echt ein Problem geworden. Was ist denn das da? Babylon Schweineschnitzel, hä? Garantiert frisch. Oh, endlich mal was mit Schrumpf. Aber erstmal auf Wiedersehen. Hier, da lang. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder Mini-Duke. Oh shit, jetzt bin ich mal raus. Stirb, du Rattenbastard!
Ich kann mir was Schöneres zum Rumschrauben vorstellen. Oh Mann. Verdammte Kacke! Ja, toll, wo bin ich jetzt gelandet? Hallo? Ich verliere jeden Überblick jetzt gerade. Ich kann fliegen. Das war ich nicht. Juck gegen Getriebe. 1-0. So. Was soll er? So. Bist du denn hier gekommen? Und wieder hochklettern.
Hölle? Oh, eklig. So, kann ich jetzt wieder groß werden? Kleiner Scheißer. Oh, eklig. So, was jetzt? Scheiße. Okay, Mini-Duke-Horder. Was zur Hölle? Was soll ich denn da machen? Sondern hat sich da zu verstecken, vielleicht muss ich ein bisschen länger warten, bis der Kerl weg ist. Kleiner Scheißer. Du wurdest abgetrieben. Kleiner Scheißer. So. Und noch ein Versuch. Oh, jetzt wirklich wieder. Was zur Hölle? Ey, das ist nicht lustig. Aha, Partikel Expander Pads. Kann ich nicht groß sein, dann könnte ich den Kerl besiegen. Würde gut. Wo sollte ich denn dann hingehen? Eine sehr interessante Frage. Kleiner Scheißer. Du wurdest abgetrieben. Thank you.
Was zur Hölle? Also gilt das Ding als Boss? Ich dachte, ich müsste mich verstecken, aber jetzt, wo ich das weiß... Ist aber allerdings ein bisschen fies. Verdammt, da hab ich jetzt nicht mehr gedacht. Kleiner Scheißer. Verdammt, lass mich doch einfach nur zufrieden. Du denkst, das ist der echte Duke? Stimmt. Ich will hier, um Cowboy zu kommen und den Arsch zu finden. Und hier gehen die Arsch aus. Das war Glück. So. Und ich bin schon wieder hässliches Viech. Aber das Duke-Hologramm hat mich gerettet. Stapelfahrer Duke. Oh Gott. Das hört sich nicht gut an. So, dann bis zum nächsten Mal. Das heißt Let's Play Duke Nukem Forever.